Egal, ob Sie auf einen Ritter, einen Samurai, einen Troll oder Orks treffen, mit Schwertshop.de sind Sie auf jede Situation gut vorbereitet. Schwertshop.de, der Online-Shop der scharfen Sachen. Mit Ritter, Samurai, Hobbit oder Herr der Ringe-Schwertern, Äxten, Bögen und Armbrüsten. Schwertshop.de. Hallo, heute präsentiere ich das Kaiser Jiangqi Taiqi-Schwert. Aktuell kommt es noch in dieser wunderschönen Holzkiste bezogen und Schriftzeichen. Ob das natürlich dauerhaft so bleibt, kann ich natürlich nicht garantieren. Es ist ein sehr kurzes chinesisches Taiqi-Schwert. Das Kaiser Jiangqi Taiqi-Schwert ist differenziell gehärtet und das können Sie bei uns im Shop sehr, sehr gerne kaufen. Kaiser Jiangqi herrschte 560 bis 618. Er ging vor allem als sehr wichtiger Bauherr des kaiserlichen Reiches in die Geschichte ein. Der Kaiserkanal ist mit einer Länge von mehr als 1800 Kilometer der längste vom Menschen geschaffene Wasserstraße der Welt. Das ist natürlich schon beachtlich. Vor allem in der Zeit 560, da haben wir noch im Wald gesessen und Wildschweine gejagt. So, dieses schlichte, aber elegante Jian stammt aus der Schmiede Longquan. Diese massive aus 1095er Kohlenstoffstahlklinge, von Hand geschmiedete und differenziell gehärtete Klinge, ist ein Härtebereich von 60 HC. An der Schneide haben wir 60, wie gesagt, in der Mitte der Klinge sind ungefähr 50 HC. Die Klingenzwinge, da kommen wir näher zu, das Parier. Und der Knauf sind alle gesamt aus Messing, massivem Messing gefertigt. Die Gesamtlänge sind 103, Entschuldigung, nicht 100. Die Gesamtlänge dieses Kurzschwertes sind 73 cm. Die Gesamtlänge ohne die Schwertscheide sind 73 cm. Klingenmaterial ist Kohlenstoffstahl mit echter Hammon, sozusagen zu Deutsch, differenzial gehärtet an den äußeren Schneiden. Die Klingenbreite ist ungefähr 3,5 cm, die Länge der Klinge ist 55 cm, die Klinge ist starr und sie ist scharf. Der Griff bewegt sich bei 17 cm, Gewicht sind wir bei 1,1 kg, was für so ein Kurzschwert ordentlich ist, und es ist typechtes Schwert. Massives Holz haben wir hier an der Schwertscheide, wirklich sehr massiv, sehr schwer, massive Messingbeschläge. Die Klinge hat eine wirklich sehr, sehr, sehr breite Hohlkehle. Ohne diese breite Hohlkehle, da wäre dieses Schwert sicherlich deutlich, deutlich schwerer. Das können Sie hier erkennen. Die Hohlkehle zieht sich von dem Griff, vom Parier, bis hier vorne, bis zur Spitze durch. Und hat wirklich eine sehr, sehr schöne Hammonlinie. Das zeige ich mal gleich im Detail. Echtes Kampfschwert, Taiqi-Schwert. Schönes Kurzschwert, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt kommen wir gleich zu den Details. Danke fürs Zuschauen, Ihr Silvio Oberland.